Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Es ist wieder mal einer dieser Tage, Dela hat Hunger, Dela wurde zu lange allein gelassen und deswegen macht Dela jetzt unanständige Dinge in der Küche. Heute mit euch vor habe ich eine Lauch-Zwiebel-Zwiebel-Knoblauch-Sahnesoße. Mit in dem Fall veganer Sahne, es ist aber wahrscheinlich relativ austauschbar, ob ihr echte Sahne und echten Frischkäse oder was auch immer nehmt. Das ist euch überlassen. Was braucht ihr? Ihr braucht einmal eine halbe Zwiebel. Ihr braucht außerdem ungefähr 4 bis 5 Knoblauchzehen. Außerdem braucht ihr 3 bis 4 Stangen Lauchzwiebel. Und da meine ich wirklich sowohl das Grüne als auch das Weiße unten dran. Ihr braucht außerdem eine Packung Sahne. Also so, wie gesagt, ich nehme immer gerne diese Alpro Cooking Creme, aber ihr könnt auch normale Sahne nehmen, Schlagsahne halt in dem Fall. Außerdem einen Frischkäse eurer Wahl. Ich nehme da persönlich immer ganz gerne irgendeinen Kräuterfrischkäse. Auch da, wie gesagt, könnt ihr gerne die Alternative benutzen, ganz wie ihr wollt. Allerdings beachten, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das durchaus einen Unterschied macht, wie sehr dann die Soße letzten Endes stockt oder eben nicht stockt oder wie auch immer. Also da müsst ihr ein bisschen experimentieren. Ich bin eigentlich immer dazu übergegangen, vegane Sahne zu nehmen und die anderen Produkte aber in nicht vegan. Ja, außerdem braucht ihr noch eine Kräuter- und Gewürzmischung eurer Wahl. Also zum Beispiel, ich habe immer eine Kräutermischung aus Bärlauch, Petersilie und Schnittlauch. Außerdem braucht ihr einen trockenen Weißwein und je nach Geschmack braucht ihr dann noch ein bisschen Feta. Gut, und wir fangen das Ganze an. Und natürlich ein bisschen Öl, um Dinge anzubraten. Ja, und wir fangen an, indem wir Zwiebel, Knoblauch und Lauchzwiebel schälen und schneiden. Das Ganze werft ihr jetzt mit einiger Menge an Öl, wie gesagt, Öl eurer Wahl, Sonnenblumenöl oder Olivenöl, was ihr wollt. Ich persönlich bevorzuge an der Stelle tatsächlich ein etwas geschmacksärmeres Öl, aber das ist euch überlassen. Ja, ihr schmeißt das alles zusammen in eine Pfanne, bratet das ganz kurz an, muss nicht lange sein, muss auch nicht braun werden oder so. Das ist Geschmackssache. Ich bei diesen Sachen tatsächlich nehme es eher heller. Es geht einfach darum, dass der Zwiebelsaft ein bisschen abgibt und dass auch der Knoblauch sein Aroma abgeben kann und so weiter und so fort. Ja, ihr bratet das jetzt quasi einfach nur ein kleines bisschen an. So, nachdem dieser Teil erledigt ist, kommt es jetzt ein bisschen auf die Haptik an und wie ihr euer Gericht bevorzugt. Also ich fange jetzt an schon mal zu würzen mit Pfeffersalz, sonst erstmal noch nichts. Und kippe jetzt dann die Packung mit der Sahne dazu.
um das Ganze auszugleichen, um das Ganze wieder ein bisschen anzupassen, nehme ich dann Frischkäse. Wie gesagt, ich kann euch da leider keine richtige Mengenangabe geben. Ich nehme immer so eine Viertelpackung ungefähr. Und dieser Frischkäse dickt dann die Soße wieder an. Das Ganze könnt ihr dann fein regulieren, indem ihr das Ganze aufgießt. Einerseits mit ein ganz kleines bisschen Wasser mit Gemüsebrühe oder sowas, damit ihr nochmal ein bisschen Salz reinbekommt. Und außerdem, indem ihr jetzt den trockenen Weißwein dazu gebt. Der Weißwein verkocht dann, wenn ihr das richtig aufkocht, also da keine Sorge. Ihr könnt aber wahrscheinlich auch einfach Traubensaft oder irgendwas nehmen. Ich persönlich, wie gesagt, habe es auch schon mit beiden gemacht. Ich finde, es macht keinen großen Unterschied. Und ich bin auch der Meinung, der Wein muss auch gar nicht unbedingt dran. Also egal, ob Wein oder Traubensaft. Das ist ein nice to have, aber das ist nicht zwingend notwendig, meiner Meinung nach. Naja, und nachdem ihr dann eben diese flüssigen Komponenten und die Komponenten zum Andicken wieder in den Topf, also wo die Zwiebel- und Knoblauchmischung drin ist, reingeschmissen habt und das Ganze ein bisschen einkochen lasst, könnt ihr eben, wie gesagt, mit dem Frischkäse, mit der Sahne, mit dem Wasser, mit dem Wein ein kleines bisschen feinjustieren, wo ihr hin wollt. Und das Ganze könnt ihr dann noch mehr andicken, indem ihr dann eben euren Feta, eure Wahl da reingebröselt, reinwerft. Genau. Und ja, das lasst ihr jetzt einfach schön blubbernd kochen, damit eben der Wein ein bisschen verkocht. Genau. So, und da, nachdem das dann jetzt zu eurer gewünschten Viskosität ein bisschen eingekocht ist, gebt ihr einfach noch eure Kräuter eurer Wahl dazu. Wie gesagt, in meinem Fall meine Kräutermischung, in meinem Fall auch sehr gerne dieses Stullengewürz, aber das ist komplett euch überlassen. Ihr würzt das so, wie ihr wollt, schmeckt noch ein bisschen ab mit Pfeffer und Salz, ganz je nachdem, wie ihr wollt. Wenn ihr es noch ein bisschen schärfer wollt, könnt ihr auch zwei, drei Krümel Chili mit dran machen. Wenn ihr das nicht wollt, ist das aber auch nicht schlimm. Genau, und dann könnt ihr das Ganze ganz normal essen zu Nudeln. Es schmeckt meiner Meinung nach auch ziemlich gut zu Kartoffeln. Sehr viele machen da so Hähnchenzeugs oder so veganes Hähnchenzeugs dazu. Ich finde allerdings, das braucht es nicht, aber es macht die Sache auch nicht schlechter. Und damit habt ihr eine ziemlich gute Basissoße, die ihr dann mit anderen Gemüsen eurer Wahl auch kombinieren könnt. Also, ich zum Beispiel nehme dann auch sehr gerne noch Zuckerschoten oder sowas. Aber wie gesagt, die hatte ich jetzt akut nicht da. Deswegen ist es momentan einfach nur eine Sahne-Zwiebelsoße. Ich hoffe, euch schmeckt's. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss, eure Dela.